Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist kein Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Aber was muss getan werden? Sie verrückt. Er will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes haben Sie die Möglichkeit, die Macht auf denjenigen zu übertragen, der sie am effektivsten ausführen wird. Von nun an liegt die Gesetzgebung in der Hand der Regierung, wie auch das alleinige Recht, eine Verfassungsänderung durchzuführen. Das Recht auf freie Rede, Versammlungs- und Pressefreiheit werden vorübergehend aufgehoben. Ja. Private Rechte, hier vor allem das Telefon und das Postgeheimnis, müssen zurückstehen. Nein. Die Regierung beansprucht das Recht, auf jede Art einzugreifen, um die Ordnung wiederherzustellen. Das kommt einer völligen Machtungleich. Gesetze zu erlassen, hat nicht länger der Reichspräsident, sondern der Kanzler. Ich biete dem Reichstag eine Chance auf Frieden in Deutschland. Niemals. Wenn Sie die Verfassung respektieren, sich bitte wieder hinsetzen, Herr Vizekanzler. Ich werde jede Gegenstimme als Äußerung offenen Widerstandes werten. Meine Herren, die Entscheidung liegt bei Ihnen. Wollen Sie Frieden oder Krieg? You want to inform me about something? Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. I am well aware of your reckless actions, and you already have all the help that I'm willing to give you. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. I provided you with the technology that Reichtech used to create the Pencil of Doom and other technologies. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Those Hitlers are not the true threat you will face. Wenn sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! I will give you a glimpse of the true threat you face from the future.